sieht sie also aus. Draculas Heimat. Transsilvanien. Auf Deutsch Siebenbürgen. Eine Region im Herzen Rumäniens. Umschlossen von den bis zu 2600 Meter hohen Bergen der Karpaten. Ich bin aber nicht wegen der Vampire oder sonstigen Untoten hier, sondern wegen ihnen. Den Braunbären. Nirgendwo sonst in Europa gibt es so viele Bären wie in Rumänien. Man schätzt ihre Zahl auf 5.000 bis 6.000. Die Wälder der Karpaten bieten dem größten Raubtier Europas einen idealen Lebensraum. Ich möchte mich auf die Spur der Braunbären machen. Möchte wissen, ob es ihnen gut geht oder ob sie in ihrem Bestand bedroht sind. Wie so viele andere Arten auch. Und ich möchte wieder Menschen treffen, die sich mit großer Leidenschaft für das Wohl und den Schutz von Tieren einsetzen. Deswegen führt mein erster Weg in das kleine Bergdorf Magura, wo die deutsche Katharina Kurmes mit ihrem Ehemann Hermann eine Pension betreibt. Ein wunderschönes Stückchen Erde. Man kommt sich vor wie in den Alpen, nur dass es hier jede Menge Bären und Wölfe gibt. Manchmal sieht Katharina die Raubtiere von ihrem Balkon aus. Oh, toll. Ja. Das ist ja herrlich. Ja, das ist die Landschaft für die Seele. Ja, kann ich gut verstehen. Ja. Ich kann auch verstehen, dass die Bären hier leben. Ja, du siehst ja, es sind hier viele Obstbäume. Und im Herbst, wenn die Früchte reif sind, dann kann es hier durchaus passieren, dass die Bären aus dem Wald in den Garten kommen und sich dann erstmal dick und rund fressen. Nein, echt? Ja. Dann könnt ihr zugucken, wie die sich hier an euren Obstbäumen... zugucken, wie sie da im Obstbaum sitzen. Katharina organisiert für ihre Gäste Ausflüge in das nahegelegene Sarnesht. Dort haben Tierschützer ein Reservat für Bären gegründet. 69 Hektar groß mit viel Wald, Wasserstellen und Höhlen. Fast alle Tiere, die hierher gebracht wurden, haben einen großen Teil ihres Lebens in Gefangenschaft verbracht. Unter oft grausamen Bedingungen. In Sarnesht können sie sich erholen und in einer natürlichen Umgebung leben. Wir haben zurzeit 72 Bären hier im Reservat. Und diese Bären kommen von unterschiedlichen Formen der Gefangenschaft. Also es sind einmal Bären aus privater Haltung, dann Zirkusse, Zoos, Tanzbären, also alles Mögliche. Und wie gesagt, 72 haben wir im Moment, was die größte Zahl in Europa ist. Katharina, du hast mich jetzt hier nicht zum Frühstück eingeladen, so croissant-technisch, Brunch auf dem Pickup, sondern was ist das jetzt hier alles? Salami gibt es ja auch. Ja, und Obst und Gemüse. Ja. Die Bären sollen sich zu einem großen Teil aus dem Wald ernähren, aber das reicht nicht aus, weil ein Bär ja auch Vitamine und Proteine braucht und deshalb wird einmal am Tag zugefüttert. Das sind alles Dinge, die wir von großen Supermärkten bekommen. Für menschlichen Verzehr vielleicht nicht mehr unbedingt. Ach, schade, ich hätte jetzt so Lust gehabt auf so ein Croissant. Aber der Bärmagen verdaut das. Der verträgt das einfach. Ja, ja. Die Stimmung ist schon etwas gereizt. Es wird Zeit, dass die Tiere ihr Futter kriegen. Na, du machst das mit der Schaufel. Ein bisschen mit der Schaufel. Okay. Wow. Okay. Ohne Katharina könnte ich nicht hier sein. Das Reservat ist kein Zoo. Der Zugang für Besucher nur in organisierten Führungen möglich. Für Schulklassen zum Beispiel oder Touristengruppen. Die Bären sollen ihre Ruhe haben. Oft sieht man sie nur während der Fütterung. Den Rest des Tages verbringen sie zurückgezogen im Wald. Hoppa. Oh, oh, oh. Viele Bären müssen halt erst lernen, wieder, wenn sie hier sind, dass man Futter im Wald findet. Ne, viele Bären sind ja immer nur gefüttert worden, die sind es gar nicht gewöhnt. Und halten die Bären hier auch die Winterruhe und Winterschlaf? Auch dies müssen sie neu lernen. Viele sind ja auch mangelernährt worden, schlecht ernährt worden. Waren eigentlich immer hungrig und sind deshalb nie in Winterruhe gegangen. Und hier ist erstaunlich, dass diese Bären nach einiger Zeit, wenn sie hier sind, dies wirklich wieder lernen, dass ein Bär Winterruhe macht. Könnte man dann nicht denken, dass der Bär an sich
wenn er das alles lernt, auch wieder lernen würde, in den Wald zu gehen, wieder zurück in die Natur, also seinem natürlichen Lebensraum. Na, das wäre wünschenswert, wenn das so funktionieren würde. Aber die Gefahr ist eben so groß und dabei ist eben ein großes Risiko für den Menschen, dass dieser Bär, der ja gelernt hat, der Mensch gibt ihm Futter, der Mensch ist irgendwie nah und der Mensch ist keine Gefahr mehr, das lernen die Bären ja hier, dass er dann sich ohne Furcht einem Menschen nähern würde, in ein Dorf gehen würde, in Häuser einbrechen würde, in Ställe einbrechen würde. Und das haben die Menschen dann nicht so gerne. Ne? Und das kann auch eine Gefahr sein, dass der Bär dann jemanden mal angreift. Ich würde natürlich gerne auch Bären in freier Wildbahn sehen. Normalerweise, sagt Katharina, ist das fast unmöglich. Die Tiere sind scheu und halten sich vom Menschen fern. Aber an manchen Orten in den Karpaten kann man Bären tatsächlich in ihrer natürlichen Umgebung beobachten. Auf Waldlichtungen haben die Forstbehörden Futterstellen eingerichtet. Mit Gemüse und Früchten werden hier Bären angelockt. Wir müssen unsere Plätze im Hochstand vor der Dämmerung eingenommen haben. Der Förster weiß, was die Bären mögen. Als Leckerbissen kommt einfach ein bisschen Honig auf den Mais. Ausgelegt wird. Na, Bären lieben ja Süßes. Wer nicht? Da kommt er. Der erste Bär. Zielstrebig peilt er die Leckereien an. Naja, vielleicht gibt's noch was Besseres. Das Anfüttern ist übrigens nicht nur ein Schauspiel für Touristen. In Siebenbürgen kommen Bären auf der Suche nach Nahrung immer häufiger in Dörfer und Städte. Eine gefährliche Entwicklung. Mit den Futterstellen sollen die Raubtiere im Wald gehalten werden. Wenn man jetzt hier den Bären sozusagen Futter gibt, ja, um ihn abzuhalten von den Dörfern, das heißt ja, die gewöhnen sich doch daran. Das ist nie genug, dass sie davon satt werden. Das ist einfach nur ein Leckerbissen, wie für uns das Stück Schokoladentorte. Müssen wir auch nicht essen, aber tun wir, weil es schmeckt. Du hast gesagt, sonst würden die Bären ins Dorf gehen? Ja. Warum? Na, da gibt's Müll, da gibt's Komposthaufen, da gibt's in den Gärten dann im Sommer viel zu fressen. Wie bei dir im Garten? Ja, genau. Oder es gibt natürlich auch Ställe, wenn die Gelegenheit da ist, nimmt der Bär dann auch ein Schaf oder irgendwas anderes. Und um dieses zu verhindern, wird eben an besonderen Stellen im Wald angefüttert. Oh ja, einfach mal. Der ist schlau. Der ist richtig schlau. Der hat das einfach mal ausgekippt. Am nächsten Tag verabschiede ich mich von Katharina und fahre weiter nach Svantogeorge. Eine kleine, hübsche Stadt im Osten Siebenbürgens. Etwa 60.000 Menschen leben hier. Die meisten davon sind ungarischer Abstammung, sogenannte Scheckler. Genau wie die nächste Bärenexpertin, mit der ich jetzt verabredet bin. Im Umweltamt der Stadt. Alexandra Salai. Sie ist in Ungarn geboren, in Bayern aufgewachsen und macht in Rumänien ihren Doktor. Ihr Thema? Das Verhalten von Problembären. Hier bin ich richtig. Bueno, hallo, ja. In der Abnahme. Hallo, grüß dich. Alexandra, hallo. Bist du gut angekommen? Na, ich habe mich so ein bisschen verlaufen, aber die Menschen sind ja sehr freundlich und die wussten alle, wo das Umweltamt ist. Ja, das wissen sie natürlich. Ah, du bist bekannt hier, stadtbekannt. Fast ja, sagen wir so. Mhm. Okay. Nimm dir bitte den Stuhl. Ja, danke. Sag mal, was sehe ich denn da jetzt mal? Du hast ja so einfach so einen Schädel auf deinem Schreibtisch? Ja, es ist ein Bärenskelett, ein Bärenkopfschädel. Ehrlich? Kannst du dir mal gerne anschauen. Warte mal, wir können ja mal so zuklappen. Mhm. Okay, und ist das jetzt ein ausgewachsener Bär? Groß? Das ist ein ausgewachsener Bär hier. Oha, kannst du noch voll schnell auseinandergenommen. Hier siehst du die Eckzähne, die scharfen Eckzähne. Was jetzt im Unterschied zum Wolf ist, ist, dass hier diese Backenzähne relativ
flach sind. Also nicht zu spät, wenn du mal drüber langst. Ja, stimmt. Genau, das kommt daher, weil der Bär zu 70% sich von Pflanzen ernährt. Oh, das riecht schon ein bisschen streng, ne? Mhm. Also, der ist noch nicht lange tot, habe ich das Gefühl. Ja, seit 4, 5 Jahren haben wir den jetzt hier. Ah, ich hätte jetzt gesagt 2,5 Jahre, aber ich lag falsch. Schade. Warst aber nah dran. Nah dran. Und wie alt wird der so gewesen sein? Kann man das so anhand der Zähne jetzt so? Ja, genau, das könnte man so, im ersten... Warte, ich würde sagen... Ja? Der hat noch alle Zähne und so, die sind gut. 7 Jahre? 8, 9 Ach. Ungefähr. Und was fasziniert dich an dem Bären so? Es ist ein großes Tier, es ist ein starkes Tier. Es ist ein Einzelgänger. Ist ein Einzelgänger? Ist ein Einzelgänger. Und du auch? Ich wahrscheinlich, ich bin ein Teamplayer. Mal so, mal so. Aha. Alexandra erforscht sogenannte Müllbären. Die kommen nachts aus dem Wald in die Randbezirke der Städte und durchwühlen die Abfälle nach Futter. Und das wird eine immer größere Gefahr. Bären sind Allesfresser. Sie nehmen die Nahrung, die sie am einfachsten bekommen können. Der Müll der Menschen ist ein wahrlich gefundenes Fressen. Alexandra glaubt, dass sich das natürliche Verhalten vieler Bären durch den Müll schon verändert hat. Sie fährt mit mir in einen Wald nahe der kleinen Stadt Bajle Tuznad. Am Steuer ihr Kollege Lajos. Die beiden wollen mir zeigen, wie einfach es vielerorts für die Bären ist, an Futter zu gelangen. Die Tiere brauchen sich nicht mal in die Städte zu wagen. Der Müll liegt einfach im Wald herum. So. Also ich muss sagen, hier riecht's schlimm. Davon reden wir. Ein ganzer Müllberg. Versteht man auch, warum die Bären jetzt hier so angezogen werden, ne? Warum haben die denn, also das ist ja ein normaler Müllberg. Ja, das ist eigentlich eine Mülldeponie, die wurde geschlossen vor 6 Jahren, aber die Leute kommen halt immer noch her und schmeißen ihren Müll weg. Das ist ja schlimm. Ja, das ist leider der Hauptgrund, warum die Bären auf die Idee kommen, Lebensmittel zu fressen. Gibt es denn hier nicht genug an natürlichem Futter für die Bären, dass sie jetzt hierher kommen müssen? Doch, gibt es schon, aber der Müll ist für die sehr attraktiv. Das ist wie Fast Food für die. Das ist ein Drive-In oder wie? Das ist so eine Art Drive-In, ja, so kann man das nennen. Weil für einen Bären ist es natürlich, dauert es viel länger, dass er jetzt das ganze Futter, das er pro Tag braucht, zusammensucht im Wald. Hier kommt er hierher, schlingt das rein. Also er macht es sich natürlich so bequem wie möglich. Ja, genau. Und der Mensch macht es ihm auch möglich. Macht es ihm auch möglich und zwar sehr einfach. Deshalb vermuten Alexandra und Lajos, bleiben viele Bären lieber in der Nähe der Deponien, anstatt auf der Suche nach Nahrung weite Strecken durch den Wald zu wandern, wie es eigentlich ihrer Natur entspricht. Sag mal, Alexandra, was machen wir denn jetzt, wenn uns hier ein Bär begegnet? Also Die Wahrscheinlichkeit ist ziemlich gering, dass wir hier auf einen Bären treffen. Also die wittern uns schon vorher. Und dann entfernen die sich. Aber weißt du, stell dir mal vor, der ist gerade am Geschäft machen und kann uns nicht riechen. Und wir, bam, stören ihn gerade dabei. Ja, dann müssen wir uns langsam entfernen von ihm. Langsam entfernen? Ja, einfach langsam rückwärts gehen. Und was ist, wenn ich mich dann so hinwerfe? Dann bleibst du wohl als Einziger zurück. Also doch lieber weglaufen? Um zu beweisen, dass die Bären an einem Ort bleiben, haben Alexandra und Lajos in der Nähe des Müllbergs eine sogenannte Haarfalle aufgebaut. Oh, ist das hier die Haarfalle? Mhm, ja, jetzt sind wir angekommen. Und wir sind auch in die Falle getappt. Die Fotofalle. Fotofalle? Ja. Wo? Ah, da! Und sag mal, löst die jetzt nur aus bei Bären oder auch bei uns? Nein, bei jedem bewegten Tier, Mensch, egal. Also bei uns auch? Ja, bei uns auch. Also sind wir jetzt kannst drauf? Ja, kannst winken. Hallo. Hallo, Mama. Okay. Habt ihr auch schön drapiert hier? Yes, schlag ein. Schlag ein? Okay. Hier war was, da.
Siehst du, die ganzen Äste sind durcheinander. Da ist was gebuddelt. Die haben das nämlich vorher schön drapiert. Aha. In die Mitte und... Also ich kann jetzt nichts sehen, aber okay. Bisschen aufpassen hier, weil hier sind dann die Haare dran. Ne? Müssen jetzt mal gucken, ob da was hängen geblieben ist. Schaust du auch mal bitte. Ja. Das kann schon schneller kommen. Das erkennst du dann schon, wenn da Bärhaare dran sind. Also hier sind so Spinnenweben. Nee. Schon ein bisschen länger. Okay. Ah, guck mal an, dann hier. Au, ja. Und hier ist dann noch mehr. Hier, das ist richtig. Nicht anfassen, bitte. Warum? Na, die müssen sauber bleiben. Darfst du nicht kontaminieren mit deinem Schweiß, dass da einfach nur die Genetik, dass wir die genetische DNA des Bären bekommen. Ah, okay. Die Gene, ja. Und darum geht's jetzt auch hier? Genau, darum geht's hier auch. Wir sammeln diese Haarproben und darum können wir dann Bären identifizieren, genetisch. Also Geschlecht, Alter, Verwandtschaftsverhältnisse. Hinzu kommen die Videos der Fotofalle. Auf den Aufnahmen sieht man genau, welcher Bär an welcher Stelle Haare verliert. Kein Fussel darf übersehen werden. Damit es ein bisschen schneller geht, helfe ich mit. Ich versuch's zumindest. Ah, da, ja. Ich sehe. Also gründlich arbeiten. Wir haben's. So. So, noch was? Da ist auch noch. Warte mal. Ja. Also du arbeitest so ein bisschen rabiater, ne? Sehe ich. Ja. Ich habe mich verraten. So. Aber geht ja, oder? Ist das jetzt so tragisch? Es ist schon ein bisschen tragisch, weil da sind, ist die Haarwurzel dran, die Follikel, und die wollen wir eigentlich haben. Ah, die DNA von okay. dort. Mhm. Ich bemühe mich. Genau, bemühe dich. Die Haare werden dann im Labor genau untersucht. Irgendwann wird Alexandra wissen, welche Bären sich in diesem Gebiet aufhalten. Jetzt muss aber erstmal wieder die Falle präpariert werden. Alexandra, was ist das jetzt? Das ist jetzt 2 Jahre altes Blut. 2 Jahre altes ja, Blut? Ja, das ist ziemlich intensiv. Riechst du schon? Boah. Ich würde dir auch vorstellen, dass du ein bisschen zurückgehst. Och. Jetzt kippt man da ein bisschen was drauf. Das ist ja Horror. Wo kriegt ihr denn das Zeug her, bitte? Bei dem Metzger unseres Vertrauens. Wie? Der hebt euch dann 2 Jahre das Blut auf, oder? Nein, er gibt uns frisches Blut und wir lagern das dann 2 Jahre. Naja, ich meine, wir sind ja schließlich hier in Transsilvanien, ne? Da kriegt man sowas. Ja, Blut gibt's hier nicht irgendwas. Gut, Alexandra, müssen wir hier noch was machen? Nee, jetzt können wir gehen. Ja, schnell. Jetzt ist auch nicht mehr aus, ne? Ja, yalla, yalla. Gehen wir. Ich muss sagen, ich fühle mich hier richtig heimisch. Ich lebe ja in Bayern auf dem Land und hier in Siebenbürgen sieht's aus wie daheim. Auch die Dörfer in den Tälern mit ihren Höfen und Kirchtürmen, alles sehr vertraut. Das passt schon. Nur Pferdewagen gibt es bei uns nicht mehr so viele. In den rumänischen Dörfern sieht man sie auch heute noch überall. Also es heißt Lovas Seker, Pferdewagen. Nicht auf Rumänisch, sondern auf Ungarisch, weil wir sind zwar in Rumänien, aber hier in den Karpaten, hier in dem Gebiet, hier wird Ungarisch gesprochen. Und das ist so eine Minderheit, die hier lebt, gerade bei den Bären. Lovas Seker. Alexandra und ich sind zu Besuch bei dem Schafhirten Imre Szabo. Ist es jetzt so normal, dass er öfter Bären, kommen die öfter hier auch ins Dorf rein, oder? Ausgehend, dass hier der Magic Bayonecker in der Voluba ist. Die Bayonecker Bayonecker Schokolade, Schokolade, ne? Ja, also das ist, kommt sehr oft vor und sie gehen dann eben auch in die Häuser und verreißen Vieh und verursachen andere Art von Schäden. Macht das den sauer? Ist das eigentlich so, dass er sauer ist auf den Bär? Es tut nicht mal so leer. Wählen, das ist nicht, weil ich mit Maroxico mehr wecke. Ich bin Maroxico, aber ich habe die Torte. Ja, also er ist nicht sauer auf die Tiere, weil sie Tiere sind und weil die können nichts dafür. Aber das Problem ist halt mit den Schäden und dem Schadensersatz. Im letzten Jahr wurden 10 seiner Schafe vom Bären getötet. Eigentlich, sagt Alexandra, steht dem Hirten Schadenersatz von der Regierung zu. Bekommen hat er bis heute nichts.
Ah, das ist Bärennarbe, sagt er. Also er wurde selber angegriffen. Echt? Vor 4 Jahren ist das passiert. Ach, noch gar nicht so lange her? Nee, noch gar nicht so lange her. Mhm. Aber wirklich tapfer, dass er da gegen die Bären eigentlich so entspannt ist. Ja, ne? Das ist in Rumänien halt, also die Toleranzgrenze oder diese Schwelle gegenüber Wildtieren oder Raubtieren ist allgemein viel größer als in anderen Ländern, wie zum Beispiel bei uns in Deutschland. Wenn man überlegt, was das bei uns damals für ein Theater war mit dem armen Bruno. Vielleicht ist diese Toleranz ja auch ein Grund dafür, dass es in Rumänien noch so viele Bären gibt. Am Abend lädt uns Imre noch auf einen Obstler in sein Haus ein. Was heißt jetzt noch mal Prost? Egishigedre. Ah, genau. Egishigedre. Egishigedre. Ja, vielen Dank, dass wir hier sein durften. Und danke für die Auskunft über deine Erlebnisse mit dem Bären. Ah, er sagt dir, du sollst noch mal wiederkommen. Noch mal? Ja. Oh, wir müssen noch mal kommen. Aber sehr gerne. Mache ich. Ich trainiere dich noch. Auf Bären zu treffen gehört für die Leute hier zum Alltag. Die große Frage ist, wie können die Menschen und die Raubtiere möglichst konfliktfrei zusammenleben? Um Antworten zu finden, muss man mehr über die Tiere erfahren. Darum gibt es Live Ursus, ein von der EU finanziertes Forschungsprogramm, bei dem auch Alexandra und Lajos mitmachen. Wir treffen den Leiter des Projekts, Silvio Schiriak. Hello. Ah, Silvio. Hello. How are you? Hi. Yeah, let's go. Okay. Los geht's. Silvio will uns im Wald eine Bärenhöhle zeigen, die er schon länger beobachtet. Er will wissen, wie das genau abläuft mit dem Winterschlaf der Tiere. Beziehungsweise der Winterruhe, wie es korrekt heißt. Denn es ist keineswegs so, dass die Tiere die ganze Zeit schlafen. Die Weibchen bekommen zum Beispiel Junge und ziehen die in der Höhle auf. Das habe ich schon gelernt während dieses sehr steilen und sehr anstrengenden Aufstiegs. Nach einer gefühlten Ewigkeit sind wir endlich am Ziel. Wow, und das hier ist die Höhle? Das ist die Höhle. Oh, beeindruckend. Ich frage Silvio, ob das hier ein typischer Lebensraum für einen Bären ist. Ja, im Winter. Und wo ist der Bär im Sommer? In einem anderen Wald, wo es viel Nahrung gibt. Und wo es nicht so steil ist, oder? Ja. Steep, ha? Also es war echt steil, muss man sagen. Es war Wahnsinn. Wir reden hier von vielen Faktoren, nach denen der Bär seine Höhle aussucht. Der Abstand zu einer Wasserquelle, die Entfernung von menschlichen Siedlungen, die Ausrichtung zur Sonne, weil die Bären im Winter Wärme brauchen. Und das checkt er auch ab. Also der guckt dann, der Bär, oh, Süden, gut. Ja, ja. Also er guckt nicht, aber er weiß. Er natürlich also intuitiv sozusagen. Das Tier, ja. Silvio hat in der Höhle eine Kamera angebracht, um so das Verhalten der Bären zu studieren. Jetzt bin ich dran. Stunde der Wahrheit. Mal gucken, wie der Bär sich fühlt hier drin, ne? So, also in der Höhle. Also ich gehe jetzt mal in die Höhle rein. Und normal würde der Bär ja so mit den Füßen zuerst oder mit dem Kopf zuerst? Mit dem Kopf zuerst. Okay, wir können das, also wir müssen es so machen. Du kannst es machen, was jetzt? Wie du es hinbekommst. Ja, sonst können wir nämlich nicht kommunizieren, wenn ich da drin bin. Also gehe ich jetzt mal rein, mal gucken. So. Hoppa. Vorsicht. Ja. Aha. Ah ja, das ist ja echt gemütlich hier. Schau mal so, der Eingang. Sag mal, wie schafft das denn hier so ein Riesenviech von so einem Bär? Ich meine, der wiegt doch 200 Kilo. Das ist eine gute Frage. Ich wiege jetzt nicht so viel, ne? Also, bin schlanker, glaube ich. Ich komme dir einfach hinterher. Ja. Und? Ja, es riecht schon sehr bärig, muss ich sagen. Es riecht bärig, oder? Ne? Sag mal, pinkeln die auch hier rein? Nein. Nee? Nee, die urinieren währenddessen. Glück gehabt. Warte mal. Ich wollte schon immer mal Felsklettern machen, dass sowas Ähnliches ist. So.
Das ist ja nicht groß hier, so eine Höhle. Ne? Das soll auch eng sein, damit die Temperatur, die Wärme hier drinnen, von der Körperwärme des Bären einfach kuschelig warm bleibt hier in der Höhle. Ich würde ja so ein bisschen Beklemmungen kriegen, weil ich denken würde, was, 4 Monate oder was? Hier auszuhalten ist schon, also nochmal hier, warte mal, ich zeig nochmal hier, wie es da weitergeht. So, da hinten ist so ein bisschen mehr Platz, aber sonst, es ist ja echt eng und feucht. Mhm. Und riechen tut's auch. Und so ein Bär, der ist dann, also von Dezember bis März hier, mhm, aber rausgehen tut er nicht zwischendurch. Doch, tut er auch ab und zu, aber selten. Kann vorkommen. Selten? Was sind dann die Gründe? Warum geht so ein Bär dann? Das sind Sachen, die wir bislang noch nicht wirklich wissen. Und allgemein gibt es halt wenig Forschung über den Winterschlaf. Es ist eigentlich noch ein ziemlich unerkundetes Thema. Deswegen arbeiten wir eben mit diesen Loggern und Kameras, damit wir mehr darüber herausfinden. Und die sind ja auch alle alleine. Das ist ja auch noch so blöd. Die sind ja 4 Monate alleine. Aber wir sind ja eher Einzelgänger. Ja, aber so, ich meine, so als Paar reingehen, kuscheln, wäre doch auch nett. Ja, das wäre nett, aber oder? Das ist es leider nicht für die. Oder? Also du möchtest nicht wiedergeboren werden als Bär in deinem nächsten Leben? Nein. Nein, definitiv nicht. Nein, definitiv no. Wollen wir wieder rausgehen? Ja. Okay, na gut. Dann lass uns mal. Ja, geh du mal. Oh. Es war echt eine interessante Erkenntnis. Ich verstehe den Bären jetzt, aber es ist nicht meins. Der liebe Bär, oh, fühlt sich nicht so gut an. Was ist Kopf? Siehst du? Oh. Nach 4 Monaten ja. Kommst du wieder raus? Ja. Expedition. Tageslicht. Ich sehe nichts. Nein. Aber war doch schön, war eine Erfahrung wert. Ja, also es war eine Erfahrung wert. Ja, danke für die Erfahrung. Bitte, gerne wieder. Tja, das war's jetzt. Das Bärenleben, die Bärenzeit. Ich werde sie nicht missen. Die Bären in den Wäldern der Karpaten stehen zwar unter Schutz, doch pro Jahr dürfen etwa 300 von ihnen gejagt werden. Würde man das nicht tun, erklärt Alexandra, gäbe es zu viele Bären und noch mehr Konflikte mit den Menschen. Wir sind wieder auf der Straße. Plötzlich erhält Silvio einen Anruf. Ein Förster hat ein Bärenjunges gefunden. Oh, da ist der Bär. Guck mal. Hallo, hallo. Buono. Oh, Silvio. Silvio, wie alt ist der Bär? 3 Monate. 3 Monate? Und ist es ein Männchen oder Weibchen? Ein Männchen. Vermutlich wurde seine Mutter von Holzfällern verschreckt und ließ in Panik den Kleinen alleine zurück. Anderen scheint so, als ob du schon die Bärensprache sprichst. Ja? Ehrlich? Alle Bärenbabys werden im Januar geboren. Und alle haben diesen süßen, weißen Halskragen. Jetzt waren ja eben so viele Menschen um ihn herum. Bewegt er sich dann nicht zu sehr an die Menschen? Also genau das, was ihr ja nicht wollt? Als ja, also ein Tag oder jetzt, wenn er gefunden wird, kommen wir halt so schnell wie möglich und bringen ihn dann ins Reservat, damit er keinen Kontakt mehr zu Menschen hat, damit unser Ausbildungsprozess auch erfolgreich wird. Mhm. Also es wäre jetzt ein Problem, wenn das jetzt Wochen oder Monate lang so gehen würde. Ich glaube, er riecht auch ein bisschen. Es war gut, dass ich in der Bärenhöhle war. Ich merke, es hat geholfen. Ja, ne? Der riecht dich, siehst du? Normalerweise bleiben Bärenjunge 1,5 bis 2 Jahre bei ihrer Mutter. Du gehst jetzt zu deinen Brüdern. Der Kleine kommt jetzt erstmal in ein Gehege hier in der Nähe, weg von dem ganzen Trubel. Für Silvio und seine Kollegen von Live Ursus ist das Routine. Im Schnitt
wird einmal im Monat irgendwo ein Bärenbaby allein und hilflos aufgefunden. Der nächste Morgen. Wir stehen früh auf, denn wir haben einen langen Tag vor uns. Alexandra und Lajos wollen heute einen Bären von Fokshani ins Reservat nach Balan transportieren. In dem Käfig hinten auf dem Auto. Ein ganz besonderes Tier. Ein Bär mit drei Beinen. Im Gehege im Fokshani hat auch der kleine Kerl von gestern die Nacht verbracht. Wenn es ihm gut geht, erfahren wir, soll auch er heute ins Reservat gebracht werden. Doch leider besteht Anlass zur Sorge. Der Tierarzt hat keine guten Nachrichten. Was ist passiert? Was hat er jetzt? Also der Tierarzt hat jetzt entdeckt, dass er irgendwann einen Leistenbruch eventuell hat. Ah, vor lauter Aufregung wahrscheinlich, oder? Kann das sein? Die Männer beratschlagen, was zu tun ist. Also er muss operiert werden. Jetzt nehmen wir ihn erstmal mit und beobachten ihn dort im Bärenreservat beim Leo. Und dann kommt der Tierarzt dann dorthin und schaut sich das nochmal an. Ah, ist sowas. Gefährlich werden, ja. Kopf hoch, kleiner Mann. Es wird schon gut gehen. Und das ist Dreibein. So nennen ihn alle. Dem jungen Bären wurde vor einem halben Jahr ein Bein amputiert. Dreibein ist als ganz kleiner Bär von einem Zug angefahren worden. Spaziergänger fanden das schwer verletzte Tier. Nur durch eine Amputation des Beines konnte es überleben. Inzwischen hat sich der Bär gut erholt. So gut, dass er vielleicht sogar zurück in die Wildnis kann. Heute soll Dreibein ins Reservat in Balan gebracht werden. Das bedeutet eine lange Fahrt in einem kleinen Käfig. Deswegen muss der Bär narkotisiert werden. Nicht, dass er mich trifft aus Versehen, oder? Der Radung meine ich. Er trifft schon. Oh. Du, der zieht das ja raus. Ja, aber normalerweise, wenn die Nadel. Jetzt versucht er es aufzufressen, guck mal. Wenn die Nadel ihn trifft, dann geht das ganze Mittel rein auf einmal. Okay. Die Narkose beginnt zu wirken. Doch noch wehrt sich Dreibein dagegen, einzuschlafen. Bären sind ja auch sehr resistente Tiere. Als wir den gefunden haben, da hat er sich noch richtig gewehrt, obwohl der Arm zerfetzt war. Was hat er heißt dann, das? Er hat uns attackiert, also versucht, sich zu verteidigen. Aber ist ja auch ein Schockzustand, oder? Wenn so ein Tier, ich meine, wenn der irgendwie so einen Zug irgendwie ihn erfasst hat. Genau, und die Mutter ihn dann verlässt. Und hat ihn die Mutter aufgrund der Verletzung verlassen? Oder ja, was glaubt ihr oder was meint ihr? Ja, natürlich. Sie hat gesehen, dass er nicht mehr weitergehen kann und ist dann geflüchtet. Wahrscheinlich war ja noch ein Geschwister dabei. Das können wir natürlich alles nur nicht sagen. Das können wir nur spekulieren. Oder? Ich meine. Ja, aber so ist es. In der Tierwelt. In der Tierwelt. Jetzt schläft Dreibein. Mit vereinten Kräften wird das etwa 65 Kilo schwere Tier aus dem Gehege getragen. Ist ein Platz. Soll ich da mithelfen? Ja, dann wird der Bär untersucht, gewogen und vermessen. So, jetzt legt ihm das Halsband an. Das Halsband kommt jetzt schon dran? Der Sender kommt jetzt schon dran. Denn wenn wir ihn in dem Gehege im Reservat freilassen, wollen wir ihn danach nicht noch mal betäuben, um dann das Halsband anzulegen. Das bleibt jetzt dran. Okay. Mit dem Peilsender im Halsband können die Tierschützer später jede Bewegung Dreibeins verfolgen. So erfahren sie, ob er in der Wildnis zurechtkommt oder eben doch den Schutz eines Reservates braucht. Jetzt muss der Bär nur noch in den Käfig gehievt werden.
Etwa 6 Stunden muss er darin verbringen. Hoffentlich die meiste Zeit schlafend. Ihr müsst mitschieben, Leute. Opa. Es ist vollbracht. Die Reise kann losgehen. Wir fahren jetzt nach Balan. Und im Rumänischen sagt man Drum Bun. Gute Reise, Dreibein. Wir verabschieden uns von Silvio. Tschüss. Und fahren Richtung Balan. An Bord befindet sich neben Dreibein noch ein Passagier. Alexandra hat den kleinen Bundi getauft. Er darf die ganze Reise schmusen und auf ihrem Schoß sitzen. In ein paar Monaten wäre das so nicht mehr möglich. Und ganz so harmlos ist selbst der Zwerg nicht. Du trägst ja Handschuhe. Ja. Warum? Als Vorsichtsmaßnahme. Der hat mich schon gebissen. Wie? Gekratzt. Echt? Ja. Zeig. Ja, sieht man nicht mehr viel. Also mehr so eine Druckstelle. Weichei, aber, ja. Würde man sagen. Ich glaube, wir tauschen mal die Plätze so. Ja, du? Ich finde ihn ganz sweet. Ja, jetzt ist er süß und brav. Oh, guck mal, er ist jetzt müde. Mhm. Schläft schon fast. Ja, ne? Mhm. Ganz müde ist er jetzt. Bist du eigentlich die Bärenmama? Genau. Ja, ne? Alexandra, ja, Alexandra ist die Bärenmama jetzt hier. Super. Ah, das mach ich du, doch gut, oder? Ja, machst du gut. Ja, fühlt sich wohl. Aber sag mal, du als Forscherin jetzt in so einem Projekt, und das ist doch so eine Männerdomäne, habe ich gesehen. Also Silvio und deine Kollegen, das ist schon eine Männerwelt. Und du jetzt als einzige Frau, fühlst du dich ja wohl oder ist es schwierig? Doch, ich fühle mich schon wohl. Aber es gibt auch Situationen, wo es ein bisschen schwieriger ist oder vor allem am Anfang. Also gar nicht mal so unter den Teamkollegen, sondern wenn man zu den Jägern geht und von denen Informationen braucht oder zu den Abschüssen geht mit den Bären, wie auch immer, dann wird man eigentlich meistens ignoriert. Also in Rumänien ist das so. Die Männer kommen dann, man schüttelt die Hände und die Frauen werden eigentlich gar nicht wahrgenommen. Aha. Ja, man wird auch nicht mal angeguckt. Das ist ja wie im Islam. Ja, so ähnlich. Was ich dann meistens mache, ist, dass ich hingehe, meine Hand hinstrecke, mich selber vorstelle und sage, für wen ich arbeite und was ich mache. Und fehlt dir dann manchmal da auch die weibliche Seite in dem ganzen Beruf oder in dem ganzen männlichen Umfeld? Ja, das ist ja ganz gut, weil man steht ja irgendwo im Mittelpunkt, ne, als Frau. Ah, look, look. Genießt du das dann? Ja, schon. Ja? Manchmal schon. Muss ich ehrlich zugeben. Ja. Ja, ja, klar. Klar. Verstehe ich, als Schauspieler. Kenn ich. Wir erreichen Balan und das Bärenreservat. Eine Art Übergangswaisenhaus für verlassene Jungtiere. Aufgebaut hat es ein Kollege von Alexandra, der Biologe Leonardo Beretsky. Hallo Leo. Hallo Leo, ich bin Adnan. Ja. Und das ist der Bär. Mal sehen, was ihr da habt. Wow. Ein Handgriff. Es ist ein Männchen. What are you doing now? Was machst du jetzt mit ihm, Leonardo? Wohin kommt er? Das hier ist ein Auswilderungscamp. Das heißt, in etwa 2 Jahren wird dieser Bär wieder in die freie Wildbahn entlassen. Als erstes kommt er in ein recht kleines Gehege. Dort ist er mit 4 Gleichaltrigen zusammen. Denn wir haben schon 4 Neuzugänge in dem Alter dieses Jahr. Er wird also gezwungen sein, mit den anderen Bären auszukommen. In 1 bis 2 Wochen werden sie wie Brüder sein. Dann kommen sie in ein größeres Gehege, das sie erkunden können. Dort entwickeln sie ihre Instinkte. Die meisten Instinkte sind angeboren und so können sie ihr natürliches Verhalten entwickeln. Okay, wir müssen jetzt Tschüss sagen zu Bundi. Bye-bye, Bundi. Bundi. Sei bitte vorsichtig mit ihm. Das bin ich. Wir müssen zurückbleiben. Niemand außer Leo darf zu den Gehegen in dem Reservat. Die Bären sollen absolut keinen Kontakt zu Menschen haben. Wir haben eine gute Sache gemacht. Ja? Ja. Good job.
Yeah, good job. Ja, ihr habt einen guten Job gemacht. You make a good job. Yep. Great. Diese Aufnahmen hat Leo selbst gedreht. Sie zeigen, wie schnell Bundi sich mit seinen Kollegen anfreundet. 71 Bären hat der Biologe in den letzten 10 Jahren ausgewildert. Mit großem Erfolg. Die Bären haben hier ein natürliches Umfeld. Sie leben wie in der Wildnis. Das Einzige, was ihnen fehlt, ist die Mutter. Die wichtigste Rolle der Mutter ist der Schutz der Kleinen. Wir haben beobachtet, dass Bären nicht unbedingt die Mutter brauchen, um die wichtigsten Dinge zum Überleben zu lernen. Wie sie Futter finden, welches Futter gut ist, wie man bei Gefahr einen Baum hochklettert. Das alles sind angeborene Instinkte. Was sie wirklich brauchen, ist Schutz. Und den leistet hier dieser elektrische Zaun. Auch Dreibein ist inzwischen in seiner neuen Umgebung angekommen. Auch er hat den Transport problemlos überstanden. Was passiert jetzt mit Dreibein? Wir werden ihn nicht lange hier behalten. Ein paar Monate, um zu sehen, wie er sich verhält und wie sein Zustand ist. Dann würde ich ihn gerne auswildern. Es ist fast so etwas wie ein Experiment. Wir vermuten, dass Bären so geschickt sind, dass sie sogar trotz eines fehlenden Beins in der Wildnis überleben können. Das wollen wir jetzt am Beispiel von Dreibein testen. Auch Bundi wird sicher später einmal als großer und starker Bär die Wälder der Karpaten durchstreifen. Es tut total gut, diese Tiere in ihrem normalen Lebensraum zu sehen und zu sehen, was die Menschen hier, also ihr und auch Leonardo und alle, was für eine Arbeit die hier machen und wie wichtig das ist. Und ich merke auch immer mehr den Unterschied zum Zoo. Also weißt du, ich bin ja sozusagen im Zoo aufgewachsen oder die Tiere dort erlebt. Und jetzt erlebe ich sie mal in ihrem natürlichen Lebensraum. Und das ist super. Ja, man fühlt sich sehr gut, wenn man denen eine zweite Chance geben kann. Ja, dafür also jetzt sind wir auch da. Denen, ne? Genau. Ja, super. Toll. Ja, viel Glück, Bundi und Co. Und bleibt in den Wäldern, wenn ihr groß seid. Ade, tschüss.